tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Y-Mewtwo vor. Mewtwo ist ein legendäres Psycho-Pokémon ohne Entwicklungsstufen und hat eine Schwäche gegen Unlicht, Käfer und Geist sowie eine Resistenz gegen Psycho- und Kampfattacken. Mewtwo ist neben Glurak das einzige Pokémon, das zwei Mega-Entwicklungen hat. In diesem Video werde ich auf das Y-Mega eingehen. Wer das X-Mega sehen will, der sieht sich bitte Folge 11 an. Mewtwo hat als legendäres Pokémon eine enorme Basiswert, somit ihn in seiner Megaform noch weiter ansteigt. Angriff, Spezialverteidigung und Initiative erhöhen sich, dafür sinkt jedoch die Verteidigung. Mit einem nun wahnsinnigen Spezialangriffswert von 194 und dazu 140 Initiative gehört Mega Mewtwo Y zu den besten Sweepern im Spiel. Die EV verteilt man folglich auch komplett in Spezialangriff und Initiative, dazu ein scheues Wesen, um die Initiative zu maximieren. Im Moveset nimmt man Psychostoß, Flammenwurf, Eistrahl und Aurasphäre. Psychostoß ist Mewtwo's Signature Move. Er macht dasselbe wie Psychoschock, ist allerdings 20 Punkte stärker. Flammenwurf und Eistrahl sind starke Attacken, die Mewtwo eine solide Coverage gegen viele Pokémon in den höheren Tiers gibt. Und Aurasphäre gibt ihm eine Möglichkeit, Unlicht-Pokémon effektiv zu treffen. Zu diesem Set kann ich jetzt nicht wirklich viel sagen, da es sich eigentlich selbst erklärt. Man wirft Mewtwo rein, megert es und haut drauf. Bei Mewtwo's Spezialangriff gibt es auch nicht viele Pokémon, die sich ihm entgegenstellen können, gerade weil er mit seinem Psychostoß auch eine gute Spezialverteidigung wie zum Beispiel bei Janera umgehen kann. Durch seine hohe Init-Base wird es nur noch von Electroball, Mega Aerodactyl, Mega Simsala, Hydragil, Ninjask und Deoxys in Normalangriffs- und Initiativeform überholt. Mewtwo's größter Feind ist der Tiefschlag, der tut ihm nämlich bei seiner nicht so tollen Verteidigung ganz schön weh. Das war's von meinem Mewtwo. Jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.